Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind beim letzten Mal irgendwie bei den Nilfgaardern gelandet. Wollten eigentlich eine Quest abgeben, aber so wie es aussieht, werden wir wohl eine neue Quest bekommen. Da sitzt einer. Ist ein Kaufmann. Sei gegrüßt. Ist wahrscheinlich der gleiche wie immer. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, so ziemlich, ne? Habe ich ein bisschen Kram zum Verkaufen? Ich will ein Silberschwert. Was ist das für ein Silberschwert? Das ist ja interessant irgendwie. Oh. Ich habe ihn schon arm gemacht. Leb wohl. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden. Wer sie sind. Ich bin von weit gekommen, um meinen Sohn zu finden. Er hat in der Kavallerie von Nazair gedient. Ich muss ihn finden. Ich muss einfach. Ich gehöre nicht zu euren Soldaten. Gut so. Unsere Armee verweigert die Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. So sehr, dass ich auch einen Steintroll anflehen würde, wenn es sein müsste. Interessanter Gedankengang. Warum hast du beschlossen, deinen Sohn zu suchen? Er hat Briefe geschrieben. An mich und an seine Verlobte. Und zwar regelmäßig, einmal die Woche. Und dann kamen plötzlich keine mehr. Das sieht ihm nicht ähnlich. Da ist was passiert, ich weiß es. Haben seine Kameraden dir was sagen können? Einige weigern sich zu reden, andere lügen. Dieser Quartiermeister zum Beispiel. Der hat behauptet, Rotbert wäre als Kundschafter ausgeschickt worden und nicht zurückgekehrt. Warum ist das unwahrscheinlich? Weil er zur leichten Kavallerie gehört. Nazair Brigade. Mein Sohn ist kein Kundschafter. Ich brauche Hilfe, um Rotbert zu finden. Oder seine Leiche. Am Geld soll es nicht scheitern. Wie sieht dein Sohn denn aus? Du kannst ihn ganz einfach erkennen. Eine solche Haarmähne gibt es in der ganzen nilfgaardischen Armee nur einmal. Sie hat die Farbe von Feuer. Oh. Ein rothaariger Nilfgaarder? Sein Vater kam aus Mark Turga. Da sind die Leute recht hellhäutig. Mein Sohn hat das von ihm geerbt. Und noch so manches. Kann ich auf deine Hilfe zählen? Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Das sollst du nicht bereuen. Für Rotbert würde ich alles tun. Denk daran. Ich werde mich mal umhören. Das hat mein Diener schon getan. Der hat mit den Soldaten in der Messe getrunken. Aber es war niemand aus der Kompanie meines Sohnes dabei. Als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Du musst mit dem Quartiermeister reden. Von mir will er nichts wissen, aber bei dir müsste er offener sein. Das fühle ich. Eine Mutter fühlt so etwas. Wir werden sehen. Ah, okay. Ich dachte, dass es vielleicht diese Patrouille ist, die wir gefunden hatten, aber... Oho, Geralt der Rivier. Aber offenbar steckt da doch was anderes hinter. Ich muss einmal testen, ob Kamera funktioniert. Das habe ich vergessen. Ja, doch, das sieht aber alles gut aus. Dann ist das wohl doch nochmal eine andere Geschichte. Stimmt es, dass die Frauen hier... Blutsbande. Sprich mit dem Quartiermeister über den Sohn der Adligen. Es ist da beim
Anschlagbrett. Ich weiß nicht, ob er auch derjenige ist, mit dem wir sprechen müssen. Wow. Um die Quest abzugeben. Wir gucken einfach mal. Boah, ist irgendwie eine ganz komische Stimmung hier, oder? So durch die Musik einfach. Ein leichtes Gefühl von Unterdrückung, ich weiß nicht. Sollen wir erstmal die Aufträge lesen vielleicht? Wenn da überhaupt ein neuer dabei ist. Warnung an Defätistin. Ich erinnere daran, dass das Verbreiten von Defätismus ein strafbares Verbrechen darstellt. Äußerungen, die kritisch gegenüber Kaiser M. hier bei Imreis und seiner Politik sind, oder Entscheidungen unserer Offiziere unterminieren, werden mit Auspeitschung geahndet. Aufrufe zu Fahnenflucht oder Befehlsverweigerungen mit dem Tode. Röttchenmeister Eggebracht. Oh je, das kommt alles von ihm. Na, ich freue mich schon, mit ihm zu reden. Soldaten, ich erinnere euch daran, dass die Sklaven im Lager ausschließlich Offiziersbefehle ausführen dürfen. Sie sollen den Köchen, Ingenieuren und Handwerkern helfen. Sie werden also nicht eure Zelte reinigen, eure Wäsche waschen oder eure Kettenhemden polieren. Wer einen Sklaven missbraucht, um seine eigenen Pflichten erledigen zu lassen, wird den nächsten Monat die Latrinen reinigen. Dekret von Vatier de Rideau an Kommando der Zentralarmee. Informiert alle Soldaten. Angriffe auf temerische Freischärler sind verboten. Allein Notwehr ist zulässig. Redanien ist unser größter Feind. Übertretungen werden entsprechend Paragraph 3 Absatz 10 des Kriegskodex bestraft. Vatier de Rideau. Also, ja, okay, man soll nicht die Temeria angreifen, weil Redanien der größte Feind ist. Soldaten, allein in der vergangenen Woche sind im Feldlazarett 5 Fälle von Tripper und 3 Fälle von Filzläusen offenbar geworden. Ich erlasse hiermit und ab sofort ein absolutes Umgangsverbot mit Frauen aus der Gegend. Wer erwischt wird, wie er dieses Verbot übertritt oder Symptome der genannten temerischen Krankheiten zeigt, der wird hinreichend ausgepeitscht, dass er bislang nach dem Krieg keine erotischen Anwandlungen mehr verspüren wird. Ich suche meinen Helm. Nach dem letzten Drill hat jemand statt seines eigenen Helmes meinen Helm mitgenommen. Jetzt sitze ich hier mit einer Kesselhaube, die nicht nur stinkt wie frisch besudelt, sondern mir auch ums Verrecken nicht passt. In meinem Helm sind die Lettern H.I. eingraviert. Wer ihn hat, bringt ihn gefälligst sofort zurück. Obergefreiter Hilet Idwall. Auktion. Besitz des Gefreiten Levelin. Nach Erhalt von 50 Peitschenheben wegen Verlassens seines Postens ist der untergefreite Levelin verschieden. Ja, ist einfach so dann passiert. Hat bestimmt nichts mit den 50 Peitschenhieben zu tun. Holy shit. Seine privaten Besitztümer, ein Buch mit dem Titel Gemeinsprache für Anfänger, ein brauner Tabaksbeutel leer, ein Silbermedaillon mit dem Bildnis einer Frau und einer Haarlocke sowie ein Elfenbeinkamm werden versteigert. Hm, vielleicht hat er seinen Posten verlassen, um eben diese Frau zu treffen. Hallo? Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal, 2 Schwerter, Augen wie eine Katze, du bist ein Hexer, stimmt's? Korrekt. Geralt von Riva. Den Namen habe ich noch nicht gehört, aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Wieso hast du noch nicht von mir gehört? Okay, wir können mit ihm Karten spielen, wunderbar. Ja, wir können beides bei ihm regeln. Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Sicher, ja. Habt ihr in letzter Zeit vielleicht eine Einheit verloren? Eine ist vermisst, ja. Hast du meinen Aushang gefunden? Nein, ihre Leichen. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Bloede Pest! Ich habe noch etwas entdeckt. Du hast die Männer nicht zum Kundschaften ausgeschickt. Das war ein Todeskommando. Sie haben dort ein paar redanische Gefangene exekutiert.
So ist der Krieg. Wer verliert, der stirbt. Unsympathisch. Diese Männer sind nicht vergessen. Jemand wird kommen und Fragen stellen. In Nilfgaard gilt jeder gefangene Soldat als tot. Ach. Diese Gefangenen waren aber Redanier. Das ist bald eine kaiserliche Provinz. Ich wette, die Banner der großen Sonne werden noch vor Sauwine über der redanischen Hauptstadt wehen. Ich bin eigentlich dafür, dass die können mir ruhig ihr Geld geben, nicht schon dafür. Weil was habe ich jetzt wiederum davon, wenn wir das Geld denen überlassen? Zahl schon, Nilfgaarder. Ich habe nicht das geringste Interesse an einer Diskussion mit dir. Ich auch nicht. Das Geld hast du verdient. Nimm es und geh. Oh, ich mag dich nicht. Wir sind noch nicht fertig. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Wir sind noch nicht fertig. Ich habe eine nilfgaardische Frau getroffen, die ihren Sohn sucht. Ich wusste, dass sie hartnäckig ist. Aber dass sie einen Hexer anheuert, hätte ich nicht gedacht. Sagen wir, ich habe mich von mütterlichen Tränen rühren lassen. Und dann willst du Hilfe von einem Mörder? Ich hielt dich für ehrenhaft. Ich will nur einer nilfgaardischen Frau helfen. Und ich will dich nicht mehr sehen, verstanden? Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem Nordling enthüllen. Ich wünschte, ich hätte vorher gespeichert. Kriegt das hier jemand mit? Bin ich allein im Zelt mit ihm? Konzentrier dich und sag mir alles, was du weißt. Ja, mach ich. Rothaariger Jungspund, Kavallerie von Nazair. Er und ein paar andere aus seiner Kompanie sind kürzlich desertiert. Ach. Ich ließ sie verfolgen. In einem Sumpf nicht weit von hier haben wir sie eingeholt. Andere konnten fliehen. Was ist mit denen passiert, die ihr gekriegt habt? Die haben wir nach Kriegsrecht aufgehängt, aber ich glaube, der Rotschopf war nicht dabei. Von dir als nilfgaardischem Offizier hätte ich mehr Gewissenhaftigkeit erwartet. Wenn ich berichtet hätte, dass einige geflohen sind, hätte ich sie verfolgen müssen. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Leute, also schrieb ich alle wären tot. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sie im Sumpf überlebt haben. Mal sehen, ob ich sie finde. Kann ich jetzt noch mit ihm Gwyn spielen oder macht er das jetzt nicht mehr? Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Erstmal gucken, ob er was Interessantes hat. Zeig mir deine Waffe. Nicht wirklich. So. Okay. Ich weiß nicht, ob er was... Nee. Er ist ja nicht aufgelistet, also wird er wahrscheinlich keine einzigartige Karte haben. Ich habe schon lange nicht gegen einen Untertan seiner kaiserlichen Majestät gespielt. Wie wär's mit einer Partie Gwind? Da fällt mir ein, es gibt auch noch einen Spieler in Vysimar. Ja komm, los geht's. Ach. Aha. Das ist ja interessant. Mit einem Deck der nördlichen Königreiche spielen, aber über die Nordlinge schimpfen. Das ist ja... Aha. Doppelmoral. Zwei Ballisten. Ein Triborg. Wir haben eine Belagerungsverstärkung. Das ist auch gut. Rittersporn bringt uns aktuell gar nichts mit den Karten, die wir haben. Weil Siri kann er eh nicht verstärken. Könnten mal schauen, wenn wir was austauschen. Also Wetter kann auch sehr hilfreich sein, ne? Aber
hat auch genau den gleichen Anführer. Das heißt, er kann auch das Wetter aufklären einmal. Okay. Ja, der Rittersporn bringt uns leider überhaupt nichts. Deshalb würde ich ihn auch mal austauschen. Alles klar. Ah, keine enge Bindung bisher. Traurig. Ja komm, machen wir einmal hier. Pyramid. Ja, vielleicht kann ich ja schon, wenn er jetzt auf Belagerung geht, zumindest einmal seine Fähigkeit aufbrauchen, indem ich den Regen spiele. Ah, nee. Okay. Ich mach das einfach mal. Mal gucken, was er dann macht. Okay. Er nutzt die Fähigkeit nicht. Ja, okay, jetzt spielt er einen Spion. Ich überlege. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal passen. Weil wenn, dann müsste er eh noch einige Karten ausspielen, um auf unseren Wert zu kommen. Na? Und das wäre jetzt auch verschwendet, wenn ich jetzt einfach weiter hier irgendwas raushauen würde. Schade, dass ich keinen Spion gekriegt habe. Und auch nicht mal eine Finte. Okay. Gut. Ach, ja, er nutzt es zumindest. Okay. Okay. Ein bisschen nervig. Er ist jetzt noch im Kartenvorteil. Was macht er? Okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er direkt wieder raushaut hier. Okay, alles klar. Lass mich kurz überlegen, wie wir jetzt an die 16 rankommen. Eigentlich müsste das ja, das müsste ja reichen hier. Weil er ja verstärkt ist um das 1, genau. Oh, fuck. Oh mein Gott, okay. Wie dumm von mir. Sorry. Das war leider recht verschwendet. Okay. Einfach weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, um das genau nachzurechnen. Gut, was sollen wir machen, ne? Leider nichts, um Karten noch nachzuziehen. Okay. Was hat er denn noch? Verdammt. Das war aber super knapp.
Ich würde eigentlich gern nochmal spielen gegen ihn. Tava Eggebracht. Ich würde schon nochmal gern gegen ihn spielen. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Weil so schwer war er jetzt auch nicht. Wir hatten nur ein bisschen Pech mit den Karten, die wir gezogen haben. Ich habe haben. Schon lange nicht gegen einen Untertan seiner kaiserlichen Majestät gespielt. Ja, ja, komm. Ja, er denkt sich jetzt auch nur, Alter, wie lang will der das durchziehen? Es müsste eigentlich möglich sein. Spion, ist gut. Damit können wir eine Karte zurückholen. Lagerung ist auch wieder gut dabei. Okay. Leider fehlt uns das Pendant dazu und hier auch. Aber vielleicht, wenn wir ziehen, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Mhm. Ich hasse es, wenn ich anfangen muss, ey. Okay. Gut, gut. Wir können Karten spielen und sie zurückholen, tatsächlich. Damit würden wir ihn zwingen, noch mehr auszuspielen. Ja, ich werde die Fähigkeit nicht nutzen. Ich gebe ihm dann eher die Runde. Frage ist, spielt er noch einen Spion oder nicht? Ich mit dem mit der Finte holen möchte. Okay. Na gut, wir müssen gewinnen. Insofern werden wir jetzt natürlich einiges tun dafür. Kann ja gar nicht aufgeben, Typ. Also von daher werde ich das hier schon jetzt noch weitermachen. Mhm. Ja, ich habe auch ein Horn. Das habe ich auch. Aha, jetzt hat er gepasst. Gut. Ich überlege. Macht es Sinn,
Und wir einfach eins der Sechser gegen den Achter austauschen? Oder ist das Wurst? So. Weil ich wollte halt jetzt nicht den Belagerungsexperten spielen. Och komm, wieso kriege ich keine enge Bindung? Ich habe aber auch kein Glück. Gerade mit den Karten. Das ist echt, echt asozial. Okay, es ist die letzte Runde. Das heißt, es geht sowieso eigentlich alles raus. Ich glaube, er hat nichts zum Verbrennen. Oh Mann. Bringt nichts. So, was jetzt? Ja, habe ich gewonnen. Ich wusste doch, dass es gehen muss. Was kriegen wir? Ida, Emen, Ape. Sifni, ein langer, kompliziert auszusprechender Name. So, wie sieht's denn aus? Ja, ich glaube, auch wenn wir nicht so viel gemacht haben in dieser Folge, außer mit ihm zu reden und halt das Game zu spielen, trotzdem ist es schon so weit, dass wir die Folge beenden und dann bei der nächsten Folge. Da ist, glaube ich, hier im Quartier nicht viel mehr gibt. Mal gucken, ob man da reinkommt. Das können wir einmal machen. Und ansonsten schauen wir mal, ob wir den Sohn von der Dame finden. Alles klar, bis dahin, macht's gut, ciao.